Während die Welt den russischen Truppenaufmarsch in Osteuropa beobachtet, sind die ukrainischen Behörden genauso, wenn nicht gar besorgter über russische Marinemanöver hier im Asowschen Meer. Für die Marineübungen hat Russland für weite Teile des Schwarzen Meeres als auch das Asowsche Meer Warnungen vor Raketen und anderen Beschuss ausgesprochen und die Meeresregion für den gesamten, auch den kommerziellen Seeverkehr gesperrt. Kiew verurteilt dies und kündigte eine Antwort an. Das Schwarze Meer und das Asowsche Meer sind essentiell für die ukrainischen Exporte und sind Lebensgrundlage vieler Menschen hier. Wir atmen und leben immer noch. Ich meine, wir haben zu essen, wir werden nicht reich. Anatoli ist 73 Jahre alt. Seit 50 Jahren fischt er im Asowschen Meer. Er sagt, er habe noch nichts von einer Zunahme der Spannungen mit Russland gespürt. Sollte jedoch etwas passieren und diese Gewässer gesperrt werden, würde es für ihn schwierig werden. Wo sollen wir sonst hin? Was sollen wir tun? Es gibt keine Arbeitsplätze, alles ist geschlossen. Das wäre es für alle, außer für die Unternehmer und die, die an Land arbeiten. Es wäre das Ende. Das Asowsche Meer ist ein gemeinsames Binnenmeer zwischen Russland und der Ukraine. Immer wieder kam es hier zu Konflikten zwischen den beiden Nachbarländern. Russische Schiffe sind den ukrainischen Schiffen zahlenmäßig hoch überlegen. Im Schwarzen Meer liegen zahlreiche russische Kriegsschiffe. Kiew beklagt, dass die russische Flotte oft der ukrainischen Küste zu nahe kommt. Und die Ankündigung der Marinemanöver verschlechtert die Beziehungen der beiden Länder weiter. In der Hafenstadt Mariupol sagen die Menschen, dass von dem aktuellen Druck hier eigentlich nichts zu spüren ist. Die Medien würden die Situation übertreiben. Wenn du die Nachrichten einschaltest, bekommst du Angst. Es scheint, als würde jemand an deine Tür klopfen und als ob es bald Schmerzen und Blut geben wird. Es kommt vor, dass die Medien und Journalisten übertreiben. Wir brauchen ausgewogenere Informationen. Aber leider präsentiert uns im Moment niemand diese korrekten Informationen. Wir verfolgen keine Nachrichten, wir schenken ihnen nicht viel Aufmerksamkeit. Wir mischen uns nicht in die Politik ein. Man kann ja alles sagen, aber es ist besser, mit Taten zu beweisen. Und genau dies beschäftigt die Welt. Welche Taten werden nun folgen? In den vergangenen Tagen hat sich die Krise weiter zugespitzt. Zahlreiche westliche Staaten fordern ihre Staatsbürger zum Verlassen der Ukraine auf. Die USA warnen offen vor einer russischen Invasion noch vor dem nächsten Wochenende. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Gespräche zur Deseskalation der angespannten Lage.